Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu meinem neuen Fiesta Online Video. Heute geht es um die Kreaturen, die in der Welt von Izir normalerweise eigentlich nur vermöbelt werden für Quests oder seltene Items. Heute geht es um die coolsten und besten Monster aus Izir. Hier kann natürlich wieder jeder mitmachen, also schreibt in die Kommentare, welche Monster ihr am besten findet. Let's go. Ich fange an mit Mr. Nostalgie King. Mr. Nostalgie King habe ich schon öfter mal angesprochen, ist für mich auf jeden Fall der Zombie-König im 30er Verlies, weil das war so ein mega nices Oldschool-Feeling damals immer. Du musstest mit dem Reittier immer genau so reiten, dass nicht tausende andere Monster um den herum zu dir kommen, musstest immer die richtige Stelle finden, den dann herauslocken, also weil du halt so viel nicht tanken konntest damals mit. Da gab es noch nicht mal 100er Verlängerer und alles so Geschichten, die es heute gibt, ja. Und das hat mega viel Spaß gemacht. Was auch Spaß gemacht hat auf Epit, als ich so ein Free-to-Play-Projekt gemacht habe, da so das Equipment selbst farmen beim Zombie-König, kann ich euch empfehlen, wenn ihr irgendwie zwischen Level, ja, so 35 bis 40 seid. Wobei 35 ohne Set-Teile schon schwierig ist. Ab 40 müsste es dann einigermaßen gehen. Und ja, so das ist für mich Mr. Nostalgie King auf jeden Fall. In Sachen Style finde ich auf jeden Fall die Zitras am besten. Da habe ich auch ein Video on, auch ein mega Oldschool-Video, die Oldschool-Fans remember. Das Zitra-Karten-Farm-Video, mega nice, wo ich dem lieben 100er Drop-Lizenz Einsetzer dann auch die Karte überlassen hatte am Ende. Müsst ihr mal gucken, Zitadelle, das irgendwas heißt es, Citra Farben oder so habe ich das genannt, dürfte noch zu finden sein. Mega nice, mega oldschool. Die sehen einfach stylisch aus, finde ich, die Citras. Ich finde, die können sich sehen lassen. Man muss dazu sagen, das würde euch auch schon aufgefallen sein, bei diesen in Anführungszeichen neueren Instanzen, also Instanzen gab es ja eine lange Zeit gar nicht. Und die Instanzen, die dann irgendwann dazukommen, die sahen dann meistens schon ein bisschen stylischer aus im Vergleich zu dem, im Vergleich zu dem vorherigen Content. Joa. So, der Eisengolem gehört hier natürlich auch ganz klar dazu. Der Eisengolem, absoluter King. Müsste jeder kennen, der Oldschool Fiesta Online gespielt hat. War für viele Leute. Wobei, das war ja eine Instanz, fällt mir gerade auf. Aber früher gab es auf jeden Fall ziemlich wenig Instanzen. Jedenfalls, ja, dürfte euch ein Begriff sein. Ich meine, der war sogar in der Fernsehwerbung damals, durch die die meisten auf Fiesta Online gekommen sind. Das war so 2000. Boah, gute Frage. Ich schätze irgendwas zwischen 2011 und 2003. Oder vielleicht sogar, ich schätze mal zwischen 2010 und 2013 musste irgendwann diese Werbung immer gelaufen sein, wo auch der Eisengolem zu sehen war und durch das viele Leute auf das Spiel aufmerksam geworden sind, sodass sich die Server damals alle einer riesengroßen Hülle und Fülle erfreut haben. Ja, Eisengolem, klar, früher hat man die 45er Set-Teile gefarmt. Irgendwann kam dann auch noch raus, ey Leute. Also dann kamen noch Karten dazu, die gab es früher auch nicht. Das war dann schon mal ein bisschen cooler. Und dann kam noch dazu, ey Leute, der kann 60er Orange-Schmuck droppen mit einer gewissen Chance. Dann war ja erstmal die. Dann ging es richtig ab in Sachen Farm. Wobei ich habe mir mal so voll ambitionierten Farmchar gemacht für den Eisengolem. Dann war es mir aber viel zu langweilig, den richtig oft zu farmen, weil alle Instanzen bis zur 19. allerhöchstens waren halt mega, also alle Turmebenen bis zur 19. waren halt mega langweilig. Da ist immer nur alles one-hitted und dann der Eisengolem, der hat es mit einem guten Farmchar dann noch nicht mehr so drauf. Das war mir irgendwie zu ermüdend, da dann immer hoch und so weiter. Wobei mit einem Raimi würde es immerhin schneller gehen. Wenn man nebenbei Musik hört oder so, geht es eigentlich. Aber inzwischen ist das ja eh irrelevant, da man ja 80er, Quatsch, 60er Oranges in Daisy schwer farmen kann. Ich glaube, Daisy schwer war es, war. Was, wie ich schätze, auch noch regelmäßig gemacht wird, habe ich aber jetzt länger mal nicht geguckt. Macht auch mehr Spaß, muss man sagen, so eine Kingdom Quest zusammen mit anderen, weil den gefarmt hat man den meistens dann irgendwie alleine. Hat sich nur irgendwie einen Char gemacht, um den in die Gruppe einzuladen oder so und ja, oder. Genau, was haben wir hier noch zum Thema die coolsten Monster aus Izir? Was fällt mir noch ein? Die Heldenmonster werden auf jeden Fall auch zu nennen. Die haben auch auf jeden Fall, also gebt mal ein Heldenmonster. Da habe ich so ein richtig Oldschool-Video noch online. Heldenmonster und ihre Legenden, sehr interessant.
Und da wurde sogar eine wichtige Info damals schon angesprochen, dass wahrscheinlich Heldenmonster eine höhere Chance auf 50er Blues haben, was für eine gewisse Zeit wichtig war, heutzutage aber komplett irrelevant. Die sind auf jeden Fall auch cool. Naja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was eure Lieblingsmonster sind. Ich bin gespannt. Wir sehen uns auch beim nächsten Fiesta Online-Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.